Hallo, Claudia Schiesel, on the grid. Für die Leute, die mich zum ersten Mal sehen, ich bin ein politischer Blogger in Österreich und ja, ich wohne in der Nähe von Graz, um genau zu sein in Rava. Sitze jetzt vor einem frisch umgestochenen Feld und ja, so ähnlich geht es ja der Bundesregierung auch. Bei mir kommen schon die ersten Grashalme raus und neue Minister haben wir die Woche auch bekommen. Was die dann leisten werden, ist eine andere Geschichte. Ja, um was geht's heute? Einerseits Bundespräsidentenwahl. Wir werden wieder am Sonntag dabei sein. Wer Fragen hat, wer das ein oder andere wissen möchte, kann mich gerne anschreiben. Ich stelle auch gerne die Fragen den Kandidaten, wenn wir sie erwischen, oder auch anderen politischen Größen, die man dann eben in der Hofburg sehen kann. Und die andere Geschichte ist die Regierungsumbildung. Übrigens die dritte in diesem Jahr, also wirklich. Die Gewerkschaft hat einen Aderlass hinnehmen müssen. Im Jänner waren es noch 4, jetzt sind es nur noch 2. Ob das wirklich so der große Sieg der Gewerkschaft ist, dass man Stöger als Minister hat halten können, sei dahingestellt. Praktisch gesehen hat Christian Kern eigentlich keine andere Wahl gehabt, als jemanden von der Gewerkschaft noch in seinem Team zusätzlich zur Sabine Oberhauser zu akzeptieren. Ja, wir werden sehen, wie das halt auch weitergeht. Opposition ruft nach Neuwahlen, die anderen sagen, bitte gebt's denen eine Chance. Ich sag, we will see. Und ja, wer Lust, Laune hat am Sonntag, wenn es nicht so verregnet ist, kann man ja draußen auch was machen. Ansonsten stay tuned und schaut euch an, was wir machen. Bis demnächst. Alles Gute.